Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei SVE Ticker TV. Heute aus Dortmund, wo die SVE einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Sie hat 3:0 verloren und wir haben uns mal bei den Fans umgehört, was die so vor dem Spiel gesagt haben und waren dann bei den Spielern nach dem Spiel. Tobi, ihr habt heute das ganze Dorf leer gemacht. Was erwartet ihr euch vom Spiel heute? Also erstmal, ich konnte dich akustisch nicht verstehen, weil es hinter mir einfach zu laut ist. Kannst du die Frage vielleicht nochmal wiederholen? Ja, was erwartest du dir heute vom Spiel? Wenn man die letzten Leistungen der Saison sieht, nicht arg viel. Man holt das Beste raus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mir wäre alles gern dafür. Die Mannschaft hat sich nicht gerade als charakterstark bis jetzt erwiesen. Mal gucken, was kommt. Kannst du uns kurz beschreiben, wie die Busfahrt hierher war? Feuchtfröhlich. Dankeschön, Tobi. Hallo, auch von dir vielleicht zuerst ein paar Worte. Was erwartest du dir heute vom Spiel? Ich hoffe, dass die Mannschaft alles gibt für den Klassenerhalt, was man letzte Woche ja nicht erwartet hat oder erwarten konnte oder erwartet hat. Und die Fans sind ja komplett hier. Die Verein, die Firma hat alles gegeben, dass sie fast das ganze Dorf hier ist. Also ich denke, an der Unterstützung liegt es heute nicht. Also die Mannschaft muss halt noch 3 Punkte hinholen. Du hast schon angesprochen, es ist eine sehr gute Unterstützung heute hier vorhanden. Wie bist du zufrieden als Fanbeauftragter über die Entwicklung der Fanszene nach einem Jahr dritte Liga? Sehr zufrieden, mehr als zufrieden. Und deshalb müssen wir halt die Klasse auch halten. Das ist wichtig, dass die Fanszene auch wächst und weiter wächst. Es hat sich über das Jahr hinweg immer mehr. Also wir waren fast auf jedem Auswärtsspiel mit Bussen. Bis auf 2 Spiele waren wir immer mit Bussen unterwegs oder mit dem Bus. Und die Fanszene hat sich wirklich gut entwickelt. Also es gibt immer mehr und das Dorf ist praktisch hinter der Mannschaft. Was werdet ihr heute unternehmen, um die Energie von den Fans auf die Mannschaft zu übertragen? Alles. Alles werden wir geben. Alles. Die Unterstützung ist da. Also die Mannschaft, an den Fans liegt es heute nicht. Wir müssen noch die Mannschaft das auf dem Platz beweisen. Alles klar, vielen Dank. Felix, schön, dass du in der schweren Zeit des Abstiegs doch noch die Zeit findest, zu uns zu kommen. Ich frage mal so, woran hat es heute gelegen? Wir brauchen mal das Spiel anschauen, ne? Ich kann mir das nicht erklären. Wir schießen uns wieder 2 Eigentore. Ich kann nur sagen, jeder auch, wir nehmen uns so viel vor. Versuchen alles, ne? Mit einem Angriff, eine Flanke, ein Tor, zweiter langer Ball, Kopfball, der bleibt liegen, schießt ins leere Tor. Da muss man einfach sagen, es reicht hinten und vorne nicht. Ihr habt ja, wenn man mal auf die Saison zurückschaut, ihr habt ja gut angefangen, ihr habt ja Schwung aufgenommen, habt gezeigt, dass ihr drittligatauglich seid. Woran hat es gelegen, dass ihr den Schwung einfach nicht aufrechterhalten konntet und in der Rückrunde kaum noch Punkte einfahren konntet? Ja, wie du sagst, eine Liga geht 38 Spieltage und keine 18 oder 17 Spieltage. Ne? In der Liga war es immer eng, man muss einfach 45 Punkte oder 43 Punkte holen. Das haben wir nicht geschafft. Gut, an was es dann liegt, wir nehmen natürlich große Schuld auch an mir. Vielleicht hätte ich 20 Tore schießen müssen anstatt 10. Und ja, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn wir das ganze Revue passieren, wie das Jahr abgelaufen ist, haben wir es einfach anders verdient. Ist einfach so. Also ich denke, von den Fans wird besonders dir niemand die Schuld geben. Ich glaube, die Fans haben das deutlich unter Beweis gestellt, dass du Rückendeckung genießt. Ja, wenn ich jetzt einen Rückendecker nehme, die Schuld auch auf mich. Ich bin ein erfahrener Spieler, ich muss den Laden versuchen zusammenzuhalten. Muss ich mir auch, habe ich auch nicht geschafft. Ne? Vielleicht habe ich auch resigniert, aber das, was hier abgelaufen ist in den letzten Wochen, das habe ich wirklich in meiner Karriere noch nie erlebt. Kannst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen? Mehr ins Detail, die Details sind doch klar. Wir haben, glaube ich, dieses Jahr den dritten Trainer, 2 Sportdirektoren. Ja, 10 Spieler wurden suspendiert, 5 Spieler wurden geholt, wieder 3 wieder weg. Ich glaube, wir haben kaum mal es fertig gebracht, über 5 oder 6 Spieler gleich 11 auf dem Feld zu stellen. Das sind nur kleine Eckpunkte, aber wir haben es trotzdem in der eigenen Hand immer noch gehabt heute. Ne? Und dann, dass man dann so eine bittere Leistung abruft, das ist natürlich dann auch, sage ich mal, hat nichts mit Profitum zu tun. Und ja, bin mal gespannt, wer wo landet, mal gucken, wie es weitergeht. Vielen Dank, Felix. Hallo Christian, kannst du uns vielleicht auch noch kurz sagen, wie das Spiel aus deiner Sicht heute war? Du hast seit langer Zeit wieder in der Startausstellung gestanden. Ja gut, ich habe seit langer Zeit mal wieder gespielt, war verletzt, habe probiert nochmal alles zu geben und ja, lief nicht so gut, halt scheiß Gegentor, das zweite war dann ein Geschenk. Ja. 40 Punkte haben normalerweise immer gereicht für den Klassenerhalt in der dritten Liga. Warum war das diese Saison nicht so? Ja, weil die anderen mehr Punkte geholt haben. Deshalb hat es nicht gereicht. Ja. So ist es.
Hast du noch ein Wort zu den vielen mitgereisten Fans? Das war ja für Elversberger Verhältnisse schon bombastisch, was sie heute geleistet haben. Ja, danke für die Unterstützung. Und tut uns leid, dass es nicht gereicht hat und dass wir halt jetzt abgestiegen sind. Scheiß Situation. Alles klar, vielen Dank. Milad Salem, leider hat es heute nicht mit dem Klassenerhalt geklappt. Kannst du uns einen kurzen Einblick in dein Gefühlsleben geben? Was soll ich dazu sagen? Ja, hat nicht geklappt mit dem Klassenerhalt. Wir wollten alles geben, um es irgendwie zu schaffen. Haben uns abfertigen lassen. So geht das nicht. Kein Charakter gezeigt. Nicht gezeigt, dass wir Ehre und Stolz haben. Und somit steigen wir ganz verdient ab. Du sprichst schon an, kein Charakter gezeigt. Das hat sich über die ganzen letzten Wochen abgezeichnet. Woran lag, dass es so eine Talfahrt gegeben hat? Ja, wir sind ja von der Qualität, sind wir eine gute Mannschaft. Das ist so, das haben wir unter Beweis gestellt. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, dass wir letzte Woche überhaupt keinen Charakter gezeigt haben. Ich kann es mir nicht erklären. Wirklich nicht. Dankeschön, Milad. Marc Roos, bist diese Woche einige Male an die Presse getreten, sehr offensiv, hast versucht, die Mannschaft wachzurütteln. Warum hat es nicht funktioniert? Ja, warum hat es nicht funktioniert? Also, ich denke, es ist jetzt ein Prozess, der über Wochen geht. Ja, wir haben jetzt nicht heute den Nichtabstieg nicht geschafft, das hat sich schon vor Wochen angebahnt. Und wie gesagt, ja, es ist natürlich auch ein Satz gefallen die Woche, wo ich dann stehe dazu, das habe ich gesagt. Es hat aber auch andere Gründe. Es wurde ja gesagt, hin und her charakterloser Sauhaufen. Stehe ich dazu. Es wurde dann halt vielleicht ein bisschen unglücklich von einer gewissen Zeitung aufgenommen. Aber das hat dann weniger mit dem Auftreten auf dem Platz zu tun, wie das Ganze drumherum, was in der Mannschaft schiefläuft oder was halt passiert ist. Das weiß ja keiner. Also wie gesagt, es wäre ein Fehler jetzt von mir, gewissen Spielern den Wille abzusprechen. Ich denke, der Wille ist vorhanden. Wenn man sieht, heute die Aufstellung, sind auch Jungs, die kommen aus der Kante, heimisch, die tun alles für den Verein, aber man muss einfach auch mal akzeptieren, dass es irgendwo auch qualitativ dann einfach nicht mehr gereicht hat. Wenn man so viele Spiele gegen die direkte Konkurrenz verliert oder nicht gewinnt vielmehr, ist der Abstieg dann mehr oder weniger berechtigt? Ja, ich denke, der Abstieg ist insoweit berechtigt, wenn du nach dem 38. Spieltag auf dem Abstiegsplatz bist, dann kommt das nicht irgendwo her. Wir haben im Jahr 2014 keinen Auswärtsdreier geholt, nur einen Punkt. Da bringt auch die Heimstärke nichts, weil der letzte Auswärtssieg war in Osnabrück und das ist einfach zu wenig, trotz der Heimstärke. Dann hast du es irgendwo nicht verdient, in der Klasse zu bleiben. Vielen Dank, Marc. Trotz allem möchten wir uns bei euch fürs Zuschauen bedanken und wünschen euch eine schöne Sommerpause. Vielen Dank, euer SVE-Ticker-Team.